Ich studiere Maschinenbau mittlerweile im fünften Semester dann. Das Studieren jetzt während der Corona-Zeit war deutlich schwieriger als die normalen Präsenzveranstaltungen. Sei es, dass man sich leichter ablenken lässt oder dass Professoren auch erst mit der neuen Situation umgehen müssen. Generell finde ich es persönlich für mich schwieriger, aus Büchern alleine mein Wissen zu ziehen. Und in den Online-Vorlesungen, auch wenn die Professoren sich sehr viel Mühe gegeben haben, ist es einfach deutlich schwieriger, Dinge mitzunehmen. Die Professoren haben sich sehr viel Mühe gegeben, uns möglichst gute Laborerfahrungen mitzugeben. Wir haben auf der einen Seite die Theorie mitbekommen und haben uns so weit vorhanden Videos angeschaut und konnten dadurch ganz gut mitbekommen, wie es in dem Labor abläuft. Natürlich mussten wir uns mehr darauf vorbereiten, aber das war okay. Die größte Schwierigkeit bei den Prüfungen war, dass die Professoren natürlich nicht kontrollieren können, welche Unterlagen benutzt werden. Dadurch wurde alles als Open-Book-Klausur, das heißt, man durfte alle Materialien verwenden, gestaltet. Das bat natürlich das Problem, dass auch ein viel größerer Fragenkatalog von den Professoren gestellt wurde, was für uns die Antworten deutlich erschwert haben. Ich habe persönlich für mich aus der Corona-Zeit mitgenommen, dass die Präsenzlehre für mich persönlich deutlich angenehmer ist. Es ist aber auch trotzdem möglich, sich mit der Online-Lehre anzufreunden. Es ist nur deutlich schwieriger und man muss deutlich flexibler sein.